Einen wunderschönen, da bin ich mal wieder, euer Odin. Und ich begrüße euch zu einer neuen Gameplay-Review. Und zwar diesmal haben wir uns vorgenommen Schrödingers Katze. Das ist... Ich habe es noch nicht auf dem Bildschirm gehabt. Ich weiß aber nicht, worum es geht. Ich weiß nur, Schrödingers Katze kam in Big Bang Theory ab und zu mal vor. Das ist so eine, ja... Gleichung, will man sagen. Ja, und das nehmen wir uns jetzt am besten mal vor. Ich werde wie gewohnt von Anfang an gleich aus dem Hauptmenü starten. Ich habe es noch nicht angespielt, noch nichts. Alle blind mit euch zusammen. Und je nachdem, wie lang das Video wird, machen wir dann halt auch noch Paperbound. Weil ich habe jetzt erst wieder mein neues Mikrofon gekriegt und kann jetzt erst wieder Gameplay-Material aufnehmen, da mein Mikrofon kaputt war. Fernseher ist auch noch an. So, ich kann mir wundern, was so laut war. Das war mein Fernseher. Nicht das Headset. So. Wir machen erstmal Optionen. Wir machen Musik. Auf ein Stück als der Hälfte. Stimme lassen wir. Yikes. Wow. Können wir hochlassen, Effekt lassen wir auch hoch, Untertitel lassen wir an. Hat er den OS gespeichert so? Ja, hat er. Und dann man, no, stop dancing, that's just weird, man. Starten stop wir das mal. That's not helping. Hey kids, almost there. Yippee! Slow down, dear. We're not trying to violate Einstein. Die Nukleus, okay. Good morning, zookeepers. Good morning, boss. And how are we today? Swell! And who's ready for another fun-filled day at work at the Particle Zoo, where the subatomic families of the polyverse can come and observe all the elementary particles of the standard model roaming freely and happily in the simulated natural habitat in complete safety? We are! I can't hear you! I said... Sir? You better come take a gander at this. Sweet chili Philadelphia! Gelman, Tweeg, clear the zoo and lock this place down ASAP! Yes, sir. Bodman, Witten, your priority is the strange. You know what happens if she gets out? Everyone else, code Heisenberg, repeat! Code Heisenberg! The zoo, it's out of chaos, and not the theoretical kind. How will we ever sort this out? We can't, but I know someone who can. Also wenn ihr euch wundert, was hier knistert, das ist meine Katze mit einer Tüte Chips. Oder Katzen, besser gesagt. The Particle Zoo, eh? Sounds like a great day out. It's horrible!
It's bedlam. It's illogical. It's flaming yellow leptomonium. Like I said, a great day out. So, das ist Schlagen. X ist Springen. Kreis ist nichts. Ah, da soll ich hin. Aha, okay. Ist umgucken. Dreieck ist umgucken, okay. L1 und R1 sind nichts. Da kommt nur so ein X. Auch ein X, okay. Achso, ja stimmt, kommt ja ein Tutorial. Da wird uns ja einiges erklärt. Achso. So. L5. Was ist ein L5? Ich hab da kein L5. Das soll ein L2 sein. Here we are. Eh? Oh, hooray, we're saved. Schrodinger's cat is here. About time, too, eh? Can you fill me in on what happened here? No official word from the nucleus yet. First, there is a hullab, then there is some sort of kerfuffle. And... Wow, that's great intel. Now, there's a whole mole of nasties running amok back there. Proper chaos! Well, better get your bib on, bud. Go on, open up! Let me at him. What? Come on! See her? Zoo's on automatic lock. No one gets in or out this way until some... But I... I know, eh? So... Ah, ja, jetzt... Hey. Oh, well, look at Mr. Also jetzt Speedy Pants. Ein bisschen seems zu like viel we got ourselves a dialogue skipper. You in a hurry or also something? Also am Anfang ist es ja schön, aber... You a speed reader? Is that it? Look, I'd kind of like to get on with things if it's all the same to you. Kann ich euch auch nicht abbrechen. Fine. Best of luck with that attitude. There's a maintenance hatch around the back of this here wall. Nee, off you go then. Jetzt. Off you go then. Gah! What? Him? He ain't nothing to worry about. What is it? Just a quark. They're harmless, mostly. Well, that one is. That there's an up quark. Hey, little guy. They look. Woo, 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 woo! Hey, he likes you. Hey, They do that. Anyway, like I said, keep f- Gotcha. Thanks, dude. Meh. Uh-huh. Uh-huh, okay. Sammel und Bewegung. Achso, ich soll dreimal hintereinander drücken, okay. Ah, cool. Aha, okay. Boo! Yeah!
Okidoki. L2, okay. Ah, okay. L1, L2 oder L1, L2, L1. Okay. Also kommen hier noch schwerere Kombinationen. So, und da machen wir jetzt das, das, das. Aha. Okay, okay, okay. Und da machen wir jetzt das, das, das. So, und dann machen wir das, 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 das. Who's this guy? Was? Drücke Viereck um. Das ist ein ganz schönes Geschicklichkeitsspiel. So, wie war das? Das war das, das, das. Und das. Warte, nehmen wir gleich mal mit. Das war das, das, das. Nochmal? Mind you, technically, I'm still not even inside the zoo yet. Ach, das war's schon? Bin ich jetzt schon durchs erste Level durch? Ich bin da gerade ein bisschen. What the? Ah, jetzt kommt R1. Bin mal gespannt, was die grünen Viecher machen. Okay, 1, 2, 3. Ah, da bin ich ein Klebeball. Ist ja geil. Ich muss sagen, es macht echt wahnsinnig Spaß. Ich bin nur
gerade etwas, ja. Combinatorical! Komm, überlegen. Hier muss man sich echt ein paar Tastenkombinationen merken und... Ja, da bin ich eigentlich bei so einem Spiel nicht so der Freund von. Aber bis jetzt hält sich das ja noch im Rahmen. Sweet! Ah, jetzt krieg ich rote. Mal gucken, was die können. So. 1, 2, 3. Ah, okay, die machen ja so eine Art Treppe. Sweet! Die machen eine Art Treppe. Aha, aha, aha. Quarktacular! Ach so, okay, 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 okay. Da sieht man so die Übergänge. Zerstöre, Zerstörung plus bauen. Also L2 und R2 sind zerstören plus bauen. Hm. Bewegung plus Schutz ist A. L1 und R1 Bewegung und Schutz. Zerstörung... Bewegen und zerstören, Schutz und Bau. Also da sieht man auch grün und rot. Und in der Mitte ist noch ein Fragezeichen. Also bekomme ich noch eine Tastenkombination, ja, die ich noch lernen muss. Ist ja geil. Ja, ist ein bisschen sehr komplex. Okay, und jetzt brauche ich... Das, nee, Quatsch. Eins. Okay, das haut nicht hin. Feels. Whatever it is. Ja, ich weiß. So. L1. Ja, Gott sei Dank steht das da, wo was ist. LRL. Okay, tot. That last attempt was spectacular. Time zero. Ja, das ist nicht, okay. Combo fail! So, ich soll... Wieso macht denn der das nicht? Ja klar, kein Problem. Oh, falsche Taste. Ich habe die ganze Zeit R1 gedrückt. Das ist R2. Slabam! So, was haben wir hier? Gelb und... Grün, jetzt haut's hin. 1, 2, 1, 2. Nee, haut nicht hin. Warum nicht? Ah, shit. Combinatorical!
bisschen. Woohoo! Twiggy-Tasten. So, und jetzt wollen wir die befreien. Wie viel habe ich davon? Das ist. Das. Dazu. Oh shit. Muss ich welche opfern? Nein. Okay, und jetzt. Das. Oh shit. So. Okay, der Tod nicht. Death-tacular! Okay. Jetzt habe ich es raus. So. Das. Oh, und tot. Missed it by that much. Science-erific! Ach du Scheiße.
Sammel alle. Okay. Und jetzt brauche ich gelb, das und grün. Okay, das. Ach so, okay. Das. Das. Nailed it! Woo! Sweet! Also ich find's, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich find's gut. Ihr merkt, dass ich kaum quatsche, weil ich bin hier so drinne im Game gerade. Macht einfach mega mäßig Spaß hier, Schrödingers Katze. Ist ein bisschen kompliziert, würde ich gar nicht abstreiten. Aber es macht halt auch echt Spaß. Also für abends ist das jetzt nichts für mich, wenn ich jetzt ein bisschen entspannen will. Da spiele ich lieber was anderes. 1, 2, 3. Ach. Haut da hinten vorne wieder nicht hin, hier verfluchte Scheiße. Aber ihr merkt schon, das ist echt so ein Süchtigmacher-Spiel, wo man echt davor sitzt und sagt, oh nee, oh fuck. Oh, kann da nicht sein. Jetzt scheitere ich an so einer verschissenen Barriere oder was? Wollt ihr mich rollen oder was? So, also 1, 2, 3. Eins, zwei, drei. Ach, knapp. Eins, zwei, drei. Welche aufgehoben, ich habe auch nochmal schön Punkte. Ach, da muss ich jetzt hier wieder das.
gehen dafür. Oder? Wie viele gelbe habe ich? 4. 3 rote. 1, 2, 3. Die gelben brauche ich. Die brauche ich. Also. Doch, die roten. 1, 2, 3. So geschafft. Ach so, das war. So. Hoppala. Das. Falsche Richtung. Okay, also. Das.
fehlt nur noch unten. Oh, da sind welche. Gut, die nehmen wir natürlich alle mit. Das muss natürlich den richtig schönen Batzen Punkte geben. So, okay. Also machen wir den hier erstmal auf. Damit. Gut, hier ist nichts. Punkte. So, da oben muss ich. Okay. Gut, also. Ich will noch die Teile zurückholen. Ach, die kriege ich nicht mal. Scheiße. Falsche Taste.
ihr schafft. So, Leute. Wir sind jetzt bei 41 Minuten. Dann würde ich sagen, wir haben jetzt hier zwei Level gespielt. Das reicht jetzt für den Anfang auch aus. Ich werde es auf jeden Fall weitermachen. Aber ich will noch mein Statement dazu geben. Ich finde es, das ist ein sehr schönes... Oh, was ist denn hier? Das sind Riesenlevel? Das sind ganz viele. Sind das hier Bonus oder was? Oh, guck, das ist ein brauner. Geht nicht. Okay, also... Wie komme ich an den ran? Ja, das will ich jetzt noch schnell mit euch machen. Hier gehen die. Okay. Also... Achso. Grün. Gelb. Blau, rot, okay. Das. Hey, who's this charming fellow? Okay. Noch ein braunen. Der ist für... Keine Ahnung, was? Aber ich werde auf jeden Fall weiterspielen. So. Aber ich mache jetzt hier erstmal wirklich jetzt mein Fazit. Also mein Statement zum Spiel. Ist ein sehr... Ich dachte im ersten Augenblick, ist sehr schlicht gehalten. Aber mit diesen Tastenkombinationen und mit diesen verschiedenen Viechern, die ihr da seht, ist schon... Muss man schon ein bisschen Denksportaufgabe manchmal machen, weil... Ja, wie kombinierst du sie jetzt am besten? Weil mein Gedächtnis ja momentan auch nicht gerade das Beste ist, vergesse ich das schon ab und zu gerne mal. Aber da ist schon mal gut, dass da wenigstens unten steht L1, L2, R1 und R2, für was die da sind. Also für welche Farbe. Aber die Kombination. Also für Arms würde ich jetzt so, für euch jetzt, weiß ich nicht, möchte ich mir kein Urteil erlauben. Aber für mich abends ist es nichts. Abends zum Entspannen will ich da lieber irgendwas anderes spielen, wo ich nicht so viel nachdenken muss. Irgendwas Simples. Aber so am Tage oder am Wochenende, alle kein Problem. Ich finde, es ist sehr schön animiert. Also, ich werde das mal so machen, dass ihr das jetzt seht. Hier, Schrödingers Katze sieht... Ich finde, die haben so gut gelungen. Also die sieht echt gut aus. Mit den ganzen bunten Klimbim, was da gerade um mich rumschwirrt, das ist echt cool gelungen. Ihr seht, der Hintergrund, der ist jetzt nicht dreidimensional oder einfach nur ein Bild. Das Bild bewegt sich von rechts nach links. Von rechts nach links. Es ist ein sehr aufgeräumtes Spiel im Prinzip. Also ich habe jetzt hier nicht irgendwie... Kann ich da oder da lang und hier liegt was und hier, da liegt jenes. Ich finde nur meine Viecher, mit denen ich was machen kann. Hier ist es jetzt gerade wieder so ein bisschen Denkaufgabe, wie ich da rüberkomme. Aber ich habe ja von jedem Vieh genug, um da im Prinzip rüberzukommen und mir die anderen holen zu können und weiterzukommen. Also da bin ich schon mal sehr gespannt, wie da weitergeht. Also ich finde diese Denkherausforderung finde ich schon klasse gemacht, aber... im momentanen Zustand will ich nicht so viel denken, da will ich lieber ein einfaches Spiel spielen. Aber so an sich ist es für mich ein sehr gelungenes Spiel. Gibt es im PSN, ich glaube, für 9,99 €, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall ein absolut schönes Spiel. Och, sorry Leute, ist schon abends. Da ist es ein bisschen schwer, durchhalten zu können. Aber auf jeden Fall, für mich ist es ein sehr gelungenes Spiel. Mir macht es megamäßig Spaß. Oh, hier sind schon wieder Viecher, ey. Und hier kommt auch die Sammelwut auf, dass man die Viecher hier schnellstmöglich und alle möglichen einsammelt und dann halt weitermacht. Geht es da eigentlich weiter? Nee. Ich werde es nochmal versuchen, schnell. Das. Okay, da geht's weiter. Also ging es nicht oben weiter, ging es da weiter. Wartet jetzt ein Bonus oder was? Man, that guy at the...
right. Where were we? Are your fingers caught under that or something? No, I'm trying. Ja, ich will jetzt nur schnell wissen, was passiert. Nice! Aha, da muss ich irgendwie rüberkommen. Okay. Nee, das soll soweit gewesen sein. Auf jeden Fall kann ich es euch nur ans Herz legen. Ihr habt ja gesehen, dass es... Ich konnte nicht viel sagen. Es hat mir megamäßig Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht beim Zugucken. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da. Und ich sag mal, wir sehen uns in der nächsten Gameplay-Review und oder Hardware-Check, je nachdem. Und bis dahin verabschiede ich mich erstmal. Ahoi!